Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur Chaos-Kolonie. Und wir müssen erstmal eine Geschichte stoppen. Also was ich mache, ist ja schon ein bisschen verrückt manchmal. Ich habe mir das in den Kommentaren geschrieben. Erst beschwere ich mich, dass ich kein Rohöl habe. Und dann das, was ich habe, kippe ich hier alles in dieses, was soll man da noch zu sagen? Wir wischen jetzt hier mal das auf, was wir aufwischen können. Ach ja, Jemine. Das ist natürlich schon absurd viel. Dann reißen wir diese hier mal ab und dann sehen wir mal zu, dass wir da ein bisschen was rauskommen. Auch hier, ne? Eieieiei. Oder hier unten. Über 1000 Kilogramm pro Feld. Das sieht alles nicht so ganz so aus, wie es sein sollte. Das war etwas anders gedacht. Ja, dazu das auf jeden Fall erstmal. Andererseits ist jetzt zum Großteil der Raum hier leergeräumt. Ich sehe hier unten liegen noch ein paar Sachen, die sind wahrscheinlich jeweils fallen gelassen worden beim Ausräumen des Raumes. Und ich würde auch mal sagen, wir müssen hier sowieso später das Rohöl ja wieder auspumpen. Wenn wir diesen Ziegel einmal hier zerlegen, dann kann all das, was hier... Oh, das habe ich doch ausgestellt. Na egal. So, was ja jetzt viel zu viel an Rohöl ist, kann ablaufen, aber es bleibt noch genug da, dass die Flüssigkeitsloks da bleiben. Jetzt bauen wir hier nochmal einen neuen isolierten Ziegel hin. Dann können wir das Rohöl nämlich auch noch recht simpel abpumpen. So, dann muss ich mit einer Sache korrigieren, die ich in dem letzten Video oder vielleicht sogar in den letzten beiden Videos gesagt habe. Nämlich, wir haben hier ja, ich muss gerade erstmal schauen, wo ich die überhaupt finde. Ja. Ich bin relativ blind gerade. Unter Klima kann es ja nicht sein. Unter Raketen auch nicht. Das muss ich rausschneiden. Unter veredeln. Ach da, die Molekularschmiede, genau. Ja, super. Da ist sie, die ich bauen wollte und ich euch zeigen wollte. Muss man gerade mal schauen, wo wir einen geeigneten Standort dafür haben. Da ist es schon überall recht voll. Dann würde ich sie mal hier platzieren. Und den Vorteil, dass wir nichts mehr ausgraben müssen oder. Diese Stromleitung. Wie viel brauchen die Molekularschmiede? Ah, die brauchen auch 1,6 kW. Gut, da bekommt die auch nochmal eine eigene Stromleitung. Ja, bauen wir die hier oben hin. Aber eigentlich sind hier auch isolierte Ziegel. Quatsch, machen wir das. Öffnen wir das hier einmal. Und dann können wir... das hier relativ weit an den linken Rand bringen. So. Stromkabel. Kommt dann dorthin. Und das starke Leiterkabel verlängern wir ebenfalls bis da. Da muss ich euch nämlich ein bisschen was zeigen und dann kann ich das korrigieren, was ich im gestrigen Video falsch gemacht habe. Und vielleicht in den letzten beiden auch schon. So, lassen wir das mal eben bauen. Das dürfte recht zügig gehen. Und ja, dann können wir hier schon mal anfangen jetzt ein Vakuum zu pumpen. Ja. So. Kann man hier irgendwo Strom abgreifen? Ja. So. Dann kriegen wir das nämlich auch schon hin. Da müssen wir hier das Rohöl plus alle anderen Flüssigkeiten noch loswerden. Das sollte halbwegs gut klappen, indem wir das ausgraben. Dann fällt hier der Sand noch runter, denn
müssen wir dann noch weggraben. Aber dann sollte das alles abfließen können, einschließlich Phosphor. Entschuldigung, das war ein kleines Bäuerchen. So, und so haben wir jetzt hier die Molekularschmiede. Da habe ich ja die ganze Zeit von Isoresin gesprochen. Und das, von Fullerin, ich weiß nicht mehr, wovon ich gesprochen habe. Ich habe von Isoresin gesprochen und das braucht man für Viskogel. Habe ich natürlich totalen Quatsch erzählt. Das, was wir brauchen für Superkühlmittel, ist Fullerin. Also ich habe nach den falschen Sachen gesucht, hätte aber nichts daran geändert. Ich hätte auch das nicht gefunden. Für Superkühlmittel brauchen wir Fullerin. Und das können wir hier auch herstellen. Dafür brauchen wir Aluminium. Ja, ein bisschen haben wir noch. Wir brauchen Schwefel. Das ist schon knapp, aber ich habe schon die Karte abgesucht. Zumindest ein kleines bisschen gibt es hier zum Beispiel noch. So wenig ist das gar nicht. Ist schon, da kommen wir schon eine ganze Zeit noch mit aus. Was wir aber brauchen, ist Graphit. Und das ist dann schon eher ein Problem, weil davon haben wir noch nichts. Ich habe auch schon auf diesem Asteroiden gesucht. Ich habe auch schon, im Moment hätte ich gar nicht gebraucht, auf unserem zweiten Asteroiden gesucht. Auf beiden ist kein Graphit zu finden. Ich habe mich daraufhin habe einen neuen Spielstand gemacht, habe mich da im Debug-Modus auf die Suche gemacht, damit ich da überhaupt mal irgendwie weiterkomme, weil sonst ist das schwierig. Und wenn ich das richtig habe, zumindest war es auf dem anderen so, haben wir auf diesem Wasserplaneten Graphit. Das macht natürlich jetzt manches nicht einfacher, wobei ich gerade mal schauen muss, wie hier der Abstand ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also wir könnten mit 12 Feldern Reichweite hier hin und zurück fliegen. Das ist schon mal gut. Ja, apropos eine Änderung, fällt mir gerade noch ein. Im nächsten Update wird es so sein, dass normalerweise ist das ja so, dass die Rakete startet und dann ist das hier das erste Feld, wo sie hinfliegt. In Zukunft wird das so sein, dass dieses Feld hier auch mitzählt. Das heißt, die Reichweite muss dann höher sein, um zum Beispiel zu diesem Asteroiden zu fliegen. Finde ich gut, aber nur jetzt mal so nebenbei eingeworfen, diese Randinfo. Das ist im Grunde dann das, was wir machen müssen. Also wir müssen im Grunde diese 12 Felder überbrücken, zu dem Asteroiden fliegen und uns da dann ein wenig austoben. Da würde ich dann jetzt ganz gerne den Kollegen hier für benutzen. Jetzt muss ich nochmal den Teilchenblitzgenerator hier neu bauen. So ist es korrekt. Die beiden, dann können die auch wieder Strom sammeln. Werden hier aber natürlich trotzdem wieder das Problem bekommen, dass sich das aufheizt. Hier habt ihr jetzt vorgeschlagen, wir könnten doch mal versuchen, das Ganze hier in einem Vakuum zu machen. Ich habe nur das Problem, wie bekomme ich da ein Vakuum rein? Ich müsste das Ganze im Grunde... Ich habe da nicht... Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich wieder gegen das Mikro gehauen. Nicht wirklich eine Idee, wie wir das vernünftig und einfach hinbekommen. Weil alle Varianten, egal wie ich es mache... Naja, was man vielleicht machen könnte... Wenn man hier auch noch Ziegel hinbaut, den wegnimmt, da den Ziegel reinbaut, hier Flüssigkeit reinmacht. Aber es ist halt so mega umständlich einfach. Ich würde eigentlich lieber die Variante versuchen, dass wir da dann was zum Kühlen durchleiten. Ich weiß nicht, wie gut das funktionieren kann, aber ich würde es gerne... erstmal ausprobieren. Und ansonsten finde ich das ganze Thema gerade, kann ich dann vielleicht auch mal sagen, grundsätzlich mega nervig, dass ich hier nur eine beschränkte Menge Rohöl habe.
ist schon mal erst blöd. Ich meine, es ist gar nicht so ganz wenig. Ich habe jetzt auch viel mit Strom verschwendet. Das hätte nicht sein müssen. Das hätte ich anders machen können. Hätte ich auch anders gemacht, wenn ich das gewusst hätte. Ich meine, ich hätte es wissen können. Ich hätte mich nur umschauen müssen. Aber ja, das ist, man ist schon irgendwo gezwungen. Oh. Spielmechaniken zu benutzen, die ich so eigentlich gar nicht ganz unbedingt benutzen möchte. Also ein Kernreaktor ist jetzt fast schon die einzige Methode, das Ganze noch vernünftig gelöst zu bekommen. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich bescheiden. Aber ich will nicht meckern. Es wird eine Lösung für all das geben. Und die werden wir auch finden. Warum genau ist die Batterie jetzt nicht geladen? Ah. Deswegen wahrscheinlich, weil das Spiel wusste, dass ich vergesse, das Automatisierungskabel zu bauen. So, jetzt ist es fertig. Kann man die Einstellung noch mal eben in die Batterie kopieren. Und schon haben wir jetzt an dem Kollegen hier auch Strom. Ja. Löst nur mein Problem nicht, dass wir trotzdem zu den anderen Asteroiden müssen. Was wir hier jetzt brauchen, sind verschiedene Materialien. Wir sind bislang auf diesem Asteroiden und auf Yukoni, richtig? Ja. So, haben wir hier einen abgestürzten Asteroiden? Nein, haben wir leider nicht. Den hätten wir sonst nämlich die Strahlung nutzen können, um uns da Materialien hinzuschießen. Das heißt, auch das müssten wir auf eine relativ blöde Art und Weise machen. Es ist gerade schwierig. Ich gehe einfach nur die Varianten durch. Eine mögliche Variante wäre es ja auch, dass wir doch von hier mit unserer Atomrakete starten, uns die Beaters hier wieder mit CO2 den Raum hier befüllen oder die vielleicht sogar auf versuchen, auf einem bestimmten Bereich einzusperren, der nah an einem Teilchenblitzsammler ist, um dann die Rakete schneller zu laden. Das mag auch funktionieren, mag vielleicht sogar sehr gut funktionieren. Ich weiß noch nicht, was wir machen sollen. Ich mache mir mal kurz Gedanken dazu. Ja, meine Entscheidung ist so ein bisschen gefallen. Ich weiß, dass auch das nicht die perfekte Lösung ist, aber das erscheint mir gerade als die sinnvollste. Ich werde diese Rakete hier umbauen. Auf... nicht umbauen, also schon umbauen, ja, hier oben die Sachen wegnehmen, dass wir mit der zu dem Wasserplaneten fliegen können, wenn wir dann die erforderliche Reichweite haben, den kolonisieren. Und das gleiche werde ich ebenfalls machen. Ah, Autosave. Mit der Petroleumrakete, ich kann ja schon mal weiterreden, während ich warte. Mit der Petroleumrakete, die werden wir auch dahingehend ein bisschen umbauen, dass wir damit darüber fliegen können. Also dass wir zumindest, die werde ich nicht aktiv nutzen, um da Duplikanten hinzubringen. Obwohl die große Rakete da landen, das wird auch schon wieder ein Problem. Also ich werde die auf jeden Fall nochmal betanken. Dann nicht direkt fliegen lassen, weil ich noch nicht weiß, wie genau das dann ablaufen wird. Aber mit der hier werden wir den anderen Asteroiden kolonisieren. Sprich, wir sollten da auch schon anfangen, Materialien rüber zu schießen. Und was ich ebenfalls machen möchte, ist hier die ganzen Petroleumgeneratoren ausschalten. Das können wir aber erst machen, wenn wir hier das ganze CO2 losgeworden sind. Das stockt aber gerade auch. Okay. Also ganz grundsätzlich können, ist das ja jetzt fertig gebaut, können wir das hier mal eben umbauen, dass das in die richtige Richtung fließt. Verfolgen das Ganze auch mal eben, ob das so klappt, wie es soll. Aber wo soll es da
Schief gehen, Ausgang, Ausgang, da zum Eingang. Das müsste eigentlich ziemlich problemlos funktionieren. Ja, tut's. Schön, so, jetzt mal hier nochmal eben schauen, wo hier das Problem ist. Der ist eingestellt auf Kohlendioxid, der in diese Richtung fließen kann. Okay, das ist noch problemlos möglich. Da haben wir aber verschmutzten Sauerstoff, der hier ist, ach, der ist auf Kobalt eingestellt. Ja, das ist auch egal, das können wir erstmal lassen. Und dann müsste das CO2 hier in A. Okay, ja, logisch. Dass da das Problem ist. Jetzt brauchen wir hier natürlich sowieso schon eine Kühlung, weil wir sehen jetzt schon, die sind wieder auf 300 Grad aufgeheizt. Die isolierten Ziegel werden auch langsam wärmer. Okay, ich wollte hier jetzt Folgendes machen. Wir bauen hier zwei Gasventile. Eins dahin, eins dahin. Dann eine Gasleitung nach da. Plus eine nach da. Und bauen hier zwei Gasabzüge. Dann stellen wir die auf eine relativ kleine Menge, so dass wir das halbwegs gekühlt bekommen. Das ist so ein bisschen meine Idee hier, mein Ansatz. Ich hoffe, dass es funktioniert. Schauen wir mal. Da müssen wir noch die Richtung einstellen. Sonst verschwinden wir. Ja. Machen wir mal 500 Gramm. Ja, Quatsch. 100 Gramm, 500 Gramm ist zu viel. Da kommen wir wieder gar nicht überall ran. So, dann wollte ich ja noch die, ist das unter Raketen? Ja, da. Die interplanetare Abschussrampe bauen. Die braucht ebenfalls Strahlung. Deswegen wäre meine Idee, das Ding hier hinzubauen. Weil wir hier ja sowieso schon Strahlung erzeugen. Also wenn wir das hier platzieren, arbeiten wir hier auch mit einem Teilchen. Redirektor, zwei Teilchengeneratoren. Ne, wie heißen die? Teilchenblitzgeneratoren, oh mein Gott. So, und stromtechnisch können die da noch mit ran. Achso, aber dann kann der hier nicht mehr mit ran. Denke, dann würde ich den damit anschließen. Okay, wir müssen dafür erst noch wieder mehr Wolfram erzeugen. Das geht uns nämlich schon wieder zur Neige. Wolframit zu Wolfram. Ja, wir haben ja noch reichlich. Okay. So, den noch auf 100 Gramm gestellt. Ah ja, das hilft schon. Hat der den schon mal auf die Hälfte runtergekühlt. Und der hier wird auch so schon kühler. Ja. Das wird auf jeden Fall helfen. So, dann machen wir da noch mal einen kleinen Hindernis. Ah, jetzt habe ich Kupfer genommen. Wollte ich doch genau nicht nehmen. Achso, ja. Ist ja auch logisch, weil ich nicht genug habe, um das herzustellen. Müssen wir gleich nochmal die Aufträge eintragen. So, der nach unten, der nach oben, der nach rechts. Der wird aber erst sammeln können, wenn er Strom hat.
Das brauche ich ja eh noch einen Moment. Oh, wir haben schon wieder, okay. So. Somit sind wir darauf schon mal vorbereitet. Jetzt muss ich mir überlegen, was wollen wir denn rüberschießen hier überhaupt? Was brauchen wir? Wir müssen hier auf jeden Fall eine Raketenplattform bauen. Ja, die kleine werden wir hier landen können. Die große kann hier oben nicht landen. Die müsste, wenn dann, da irgendwie. Also brauchen eine Raketenplattform, veredeltes Metall, 800 Kilogramm. Da werden wir jetzt so viel immer wieder rüberschießen, bis wir hier genug haben. Mann, das wird es, glaube ich, nicht funktionieren. Sprich, wir brauchen hier einen Förderschienenbelader. Den packe ich mal hier hin. Die Wege ruhig kurz halten. So. Den können wir aber damit. Oder der braucht 60 Watt oder 120? 120, dann geht das doch nicht. Dann muss das doch auch hier mit ran. Okay. Das Ziel können wir schon mal auswählen. Das ist der. Ja, langsam aber sicher wird das jetzt wieder was. Ich überlege gerade, wie wir das mit der Kühlung machen. Wir haben ja hier durchaus recht kühle Flüssigkeiten. Da könnten wir was abpumpen, oben durch den Kreislauf laufen lassen und dann wieder in den Kreislauf zurückbringen. Natürlich nach vorhergehender Temperaturprüfung. Ach, hier ist schon wieder alles. Habe ich die Bewässerung hier nicht fertig gebaut? Ja, ich habe das nicht eingestellt. So wird da alles raus. Ja, das war natürlich auch wieder mega schlau. So, jetzt läuft das. Okay, die werden... Brauchen die dann verschmutztes Wasser? Ja, ne? Ja, okay. Wir müssen hier wieder Essen rüberbringen. Sprich hier... Das ist mir gerade alles ein bisschen zu viel Micromanagement. Da muss ich überall noch mal ran. Gefüllte Beere. Ich habe das ja sowieso auf, nur beim Aufräumen eingestellt. Ich könnte ja auch theoretisch mal einen Schwung Barbecue rüberschicken. Kalorien Barbecue, das dürfte erstmal helfen. Übrigens habt ihr jetzt ein paar Mal schon gefragt, warum ich die Steckschnecken hier nicht einfach in Fleisch umwandle. Das kann ich leider nicht machen. Aus Gründen. Das kann ich nicht verantworten. So, das Barbecue wird hoffentlich dahin gebracht. Habe ich überhaupt Barbecue ausgewählt? Doch, habe ich, ne? Ich wähle vielleicht gleich noch was aus. 2,8 Millionen nicht, aber die sind eh nur noch 9. Oh, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Das hat noch 48%, das lohnt sich auch noch. Aber hier ist scheinbar nichts angekommen.
Das war jetzt schon ein bisschen lange. Genau, nur noch 565 Kalorien. Warum habe ich bei denen denn wohl die Ernte ausgeschaltet? Da hätten wir ja ein bisschen was zu essen. Das Gröbste erstmal überstanden, aber trotzdem noch die Frage, wo wurde denn wohl das Barbecue hingebracht? Habe ich, ach so, wahrscheinlich hierher. Obwohl, ne, das ist Prio 8. Das ist 9. Ja, ich kann jetzt auf jeden Fall aus der Pause rausbleiben. Wir machen das mal anders. Wir stellen den gekochten Fisch oben gleich noch ein. Nee, gefüllte Beere können wir auch einstellen. Wir haben ja Beerenmatsch für die Rakete. Gekochter Fisch und gefüllte Beere. Das sollte dann jetzt aber klappen. Vielleicht muss ich in der Küche auch noch mal hingehen und die gefüllte Beere ausschalten. Das sorgt nämlich dann dafür, dass wir häufiger Bärenmatsch machen können. Weil die Dornenbeere immer das ist, was knapp ist. So, die Beladung da funktioniert. Veredeltes Metall. Wovon haben wir denn am meisten? Es ist blöd, dass es hier nicht angezeigt wird, ne? Nee. Ach so. Guten Morgen. Metall. Veredeltes Metall. Wir haben sehr viel Kupfer und Kobalt. Nehmen wir, glaube ich, Kupfer. Manuelle Bedienung zulassen. Okay. Aber wir haben auch schon bald genug Teilchen für den ersten Schuss bereit. Hoffen, dass gleich die Materialien da ankommen. Ja, weil der hier gibt gleich den nächsten Schuss ab, dann haben wir sie. Hoffen wir mal, dass das schnell geht hier. Sonst geht der erste Schuss wahrscheinlich mit 20 Kilogramm oder so los. Kalorien, ja, das ist auch nicht so ganz viel. Aber jetzt wächst hier unser eigenes Essen. Das ist ja auch schon mal was. Okay. Ja, wenn ihr noch Ideen habt, was ich besser machen kann in Bezug auf zu dem anderen Planeten fliegen, lasst es mich gerne wissen. Ich bin dafür jeden Tipp, Ratschlag sehr, sehr dankbar. Ihr merkt, dass ich da nicht so ganz viele Erfahrungen schon gesammelt habe. Eigentlich weniger, als mir lieb sind. Etwas, das ich mal nachholen sollte. Und ja, wird dann jetzt aber auch zum Ende kommen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Kann schon mal sagen, der nächste Stream dürfte am Sonntag um 14 Uhr stattfinden. Ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Und ja, erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.